Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Stoneblock 2, Folge Nummer 16. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt das alles hinkriege. Ich habe noch einen Channel hinzugefügt oder fügen müssen, weil mir ist aufgefallen, wir haben ja einmal Stromeingang, wir haben Stromausgang. Also ich glaube zumindest, dass der Strom braucht. Wobei ich habe unten auch eigentlich Strom reinkommen. Beim anderen. Wir machen das mal anders. So, das ist jetzt Gas Burning Generator Power In. Das speichern wir uns jetzt mal. Dann reißen wir das weg. Und hoffen, dass das auch funktioniert. So, dann gehen wir jetzt dahin. Machen das wieder weg. Und machen unten. Down, up. Ja, er ist ja verbunden. Wenn ich jetzt wegmache, dann sind nicht mehr verbunden. Wenn ich jetzt wieder dran mache, ist er verbunden. Okay. So, dann habe ich jetzt dann hier mein kleinen Freund hier. Das heißt, ich habe jetzt dann hier Connector Gas Burning Power Out. Habe ich Extract. Habe jetzt alles mal wieder nochmal auf schwarz gestellt. Weil mit Gelb ist es erstmal nicht gegangen. Kann auch sein, dass es gar nicht geht. Ich muss gucken. So, als allererstes müssen wir jetzt erstmal hingehen und sagen, der da, der Kamerad, der da muss da wieder Power raushauen. Er muss da erstmal reinfüllen. So. 12,79. Wir werden sehen, ob er es rausmacht oder nicht rausmacht. Alles spannend. Aber ich höre ihn arbeiten. Ja, und arbeiten heißt, er gibt die ganze Zeit Energie ab. Das ist schön. So, dann hätte ich gesagt, habe ich auf jeden Fall. Genau, und die Energie kommt auch wieder rein. Ich glaube, das ist sein eigenes Powernetz. Ich glaube, der gibt die Energie hier aus. Ich glaube, der braucht gar keine Energie. Aber wenn wir sehen. Wenn wir sehen. Ich werde es jetzt erstmal nicht einstellen. Aber wir haben ihn erstmal. Also Power Out, Gas und unten hätten wir eventuell Power In. So, okay. Ich muss momentan, also man muss auf jeden Fall die Öffnungen von diesem Gerät mit berücksichtigen. Das Witzige ist, Strom ging beim anderen. Wir werden sehen, ob es auch bei denen so ist. So, der PCR. PRC, nicht PCR. Wir sind hier nicht beim PCR-Test, sondern wir haben PRC. Der hat auch keine speziellen Ein- und Ausgänge. Aber ich brauche auf jeden Fall nochmal freundliche Unterstützung. Ich brauche nämlich noch ein paar Advanced davon. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal noch ein paar Kisten holen. Mache mir gleich welche. So, 30 Stück. Und ich gehe mal hin und hole mir meinen Lapis. Oh, die zwei sind auch durch. Und da ist nichts mehr drin. Okay, Hilfe! Ich habe meine Seeds verbraten. Seeds, da sind noch welche. Oh mein Gott. Ich habe keinen Seed mehr. Da waren über 600, glaube ich, drin. Und das Lava-Chicken ist auch das erste Mal durch. Und wir lassen das Zeug da, weil ich brauche meinen Inventarplatz. Genau. Und ich war eigentlich hinten, um mir ein bisschen Lapis zu holen, was nämlich nicht mit Lapis, richtig. Warum auch? Und wieder ab. Einen Eingang zu früh rein. Was mache ich denn? Greg, konzentriere dich. Hirn anstrengen. Benutz es.
Wir machen jetzt da nochmal 1, 2, 3, 4. Bringen die da rein und machen uns da auch 4. Gut. Denn, wie gesagt, unten PRC. Ich nenne dich jetzt mal Power In. Und dann hänge ich dich da dran. Und dich nenne ich dann PRC Item In. Ich hoffe. Ja, und ich brauche gleich noch einen. Und das ist dann PRC Item Out. Genau. Haben wir alles? Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt den PRC drin. So, ich möchte hier, dass der Strom extrahiert wird. Und der PRC, darum habe ich mir jetzt zwei Stromleisten gemacht. Die eine Stromleiste ist wirklich nur, dass der Gas Burning Generator den Strom in das Teil da reinbringt. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das nicht mehr der Main Controller wird, sondern das wird dann der kleine Controller. Vielleicht kann ich den an den großen Controller noch anschließen. Wir werden sehen. So, okay. Also, das heißt jetzt, wir haben jetzt das. Hier wird dann eventuell, wenn die Maschinen dann Strom brauchen, geht's raus und geht's dann rüber. So viel Strom fressen die nicht. So, okay. Dann haben wir den Connector. Wir haben beim Connector nämlich zwei Sachen. Wir haben jetzt einmal das Substrat und der PRC braucht das Zeugs da, das Biofuel. So. Jetzt muss ich nur aufpassen. Und zwar, ich möchte, dass das Zeug hier nicht beim Power, das kopiere ich mal. Und zwar, ich brauche das ja beim Item Out Paste. So, da kann ich dich nämlich löschen. So, okay. Item. So, ich möchte, dass er das hier rausnimmt. Und in dem Substrat reinpackt. Extrahieren, importieren. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Bis jetzt nein. Ho. Kärchen, warum nicht? Das ist doch doof. Also ich sehe auf jeden Fall mir... Also, ha, ja. Und zwar, weil ich das Ding konfigurieren kann. So, ich möchte haben, dass du bist jetzt oben das Out. Ich konfiguriere dich, dass das Item oben Output ist. Ich habe hinten Item. Hinten ist das da. Input. Mehr habe ich nicht. Strom kommt von unten. Und Gas kommt von der Seite. Aber er nimmt es mir nicht raus. Das ist doch blau, ne? Genau. Output blau. Input das da. So, ich habe eine Gaspipe. Ich könnte es jetzt sogar nochmal mit dem Xnet machen. Probier sogar. Das ist PRC Gas In.
Okay, dann haben wir eigentlich jetzt alles. Dang, 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 dang. Nein, wir haben nicht alles. Das Gerät hat so wenig Seiten. Verdammte Axt. Ich habe jetzt sozusagen Eingang, Ausgang. Also, wir haben 1, 2, 3, 4 plus Strom sind es 5. Ich bräuchte jetzt sozusagen hier ein Doppelteil, der mir auch das Wasser auch noch reinbringt. Das heißt, ich müsste sogar noch vorne was hinmachen. Weil mehrere Sachen auf einen Teil kann ich ja nicht machen. Das heißt, das wäre jetzt dann PCR Fluid In. Und dich miteinander verknüpfen. Schaut zwar total bescheuert aus, aber was willst du machen? Ich brauche alles. Ha, nein. Ich brauche nicht alle. Ich mache es anders. Ich mache das anders. Du kommst weg. Weil es schaut hässlich wie die Nacht finster aus. So, wir haben ja... So, du kommst auch weg. Wir haben hier ein Kabel. Oh, ich habe noch einen Huhn einstecken. Das Huhn schmeißen wir auch mal gleich in den Ofen. Lass mal Freude haben. So, okay. Das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt nämlich das da. Mach das nach unten. Und gehe jetzt mit dem PRC hier hin. Genau, dann habe ich jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich vorne nämlich meine Ruhe. Okay. Unten wollen wir auf jeden Fall haben nochmal PRC Power In. Wobei, macht keinen Sinn, das In zu machen, weil es gibt, sollte ich nur machen, wo es beide Möglichkeiten gibt. So, dann haben wir hier PRC Fluid. Dann haben wir hier PRC Item In. Dann haben wir hier PRC Item Out. Und last but not least haben wir noch PRC Gas. Und wir machen die Seiten alle weg. Genau. Ja, so. So ist das gut. So, das heißt, ich sehe jetzt auch alles in dem Teil hier, wenn ich sie angeschlossen habe. So, das heißt jetzt, das deutsche Netzwerk geht jetzt einmal nach unten.
das geht auch nach unten. Hier brauche ich keins, das ist schon verbunden. Aber hier brauche ich noch eins, das ist noch nicht verbunden. So, okay. So, dann habe ich ja gesagt, ich möchte es auf jeden Fall exportieren. Das kopiere ich mir jetzt gleich mal. Dann habe ich hier meinen Power, Paste und sage nicht extrahieren, sondern Insert. Das heißt, Strom kommt raus und geht hier rein. Das ist jetzt die ganze Schiene für die ganzen Maschinen. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Wie gesagt, wenn er doch Strom brauchen soll, aber ich glaube, der generiert seinen eigenen Strom. Ja, also, das heißt, Strom müsste er haben. Jetzt gehen wir nochmal rein, komplett. Und zwar, wir gehen als erstes in die Items. Items habe ich oben rein und Seite raus. Also, Output, Input. Dann haben wir hier auf der Seite ist Fluid. So, Energy haben wir Input. Dann haben wir Fluid. Fluid haben wir hier. Und das Gas. Haben wir hinten. Ich hoffe, dass es so stimmt. Wir werden es sehen. So, okay. Das könnte witzig werden. So, das heißt jetzt dann, das wird jetzt das Gas, Mechanism Gas, Create. Da werden wir auch zwei machen. Und dann haben wir noch einen für Fluid. Create. Du bist dann auf jeden Fall Storage Item Create. So, haben wir erstmal. So, dann habe ich jetzt mein Connector. Okay. Also, das interessiert mich momentan nicht, weil das ist reine Strom. Das ist der da hinten. Connector Gas Burning. Was haben wir hier jetzt? Power In. Werde ich nicht brauchen. Eventuell. Gas Burning Generator Gas und Power Out. Den haben wir richtig. So, genau. Gas Burning Generator Gas. Jetzt wisst ihr auch, warum, dass ich zwei Gas brauche. Es kann sogar sein, dass ich drei Gas brauche. Weil wir haben ja Hydrogen, Oxygen und das andere. Ja? Also das heißt ja jetzt, wir gehen jetzt aus dem PRC. Gehen wir, ja, Power brauchen wir nicht. Item brauchen wir nicht, Gas brauchen wir. Und zwar hier, Create, heißt es jetzt, genau, Gas. Musst du es extracten. Number of Ticks 20 reicht komplett aus. Wie gesagt, so reichen sogar meiner Meinung nach 60 aus. Genau. Und das kommt dann in den Gas hier. Wie gesagt, wir kopieren das. Okay, wir kopieren es nicht.
Wir gehen hier hin, Create, Insert, genau. Das heißt, da raus, da rein. Oh oh. Verdammte Axt, ich habe ja zwei Gase. Ich habe ja Gas raus und Gas rein. Oh Mann. Ich brauche noch ein Kistchen. Da schaut sowas von hässlich jetzt aus. So, okay, das heißt, ich habe jetzt hier Fluid rein. Ja, weil ich habe nämlich das Problem, ich habe ja einmal Gas out. Das machen wir jetzt hinten. Ich bin gerade beim Überlegen. Moment, nein, das machen wir anders. Das machen wir komplett anders. Ich habe jetzt zwei Seiten nicht im Gebrauch. So, dann heißt das jetzt, du bist nicht mehr Gas, sondern du wirst jetzt Fluid. Strom. Item. Ja, dann muss ich vorne nochmal das andere Item machen. Geht leider nicht anders. Item in. PRC Item Out. Okay. So, weil das ist für mich einfacher, das über Gaspipes zu machen. Erstmal. Irgendwann vielleicht, wenn da mal alles steht und ich das Ding schon tausendmal benutzt habe, dann und ich alles verstanden habe, dann wäre es ja super. So, okay, wir gehen jetzt dann sozusagen in die Maschine rein. Wir sagen jetzt, in der Maschine ist das Gas nicht mehr hinten, sondern an der Seite. Und zwar Output. Und hier ist es Input. Genau. So, das Item haben wir nicht mehr auf der Seite. Das heißt, wir haben es jetzt vorne. Vorne haben wir Out. Okay, Output. Hier gehen wir nochmal hin mit Energy. Fragen mich dann, wenn ich vorne Energy habe, warum habe ich dann nochmal Energy? Und Fluid haben wir jetzt dann hinten. Okay. Ja. Das wird eine Folge raten und tun und rumbasteln. Okay. So, das haben wir jetzt schon mal alles drin. So, jetzt haben wir ja Input. Genau, Strom haben wir drin. So, jetzt haben wir hier ein PRC-Item in. Das heißt, Item in. Dann heißt es für mich hier Create, Extract. Stackwise alle 20 Sekunden. Insert, genau. So, dann haben wir hier, wie gesagt, PRC Item in. Das heißt, do create
Insert. Das funktioniert schon mal. Genau, dann haben wir jetzt dann hier PRC Item Out. Das heißt, hier wird Create, Extract, stackweise alle 20 Ticks. Und das Zeug ist auch draußen. Perfekt. So, das Gas kommt ja automatisch. Das Wasser kommt über eine Kuh. Das heißt, ich habe ja noch so ein kleines Ding übrig. Was kostet mich... Nein. Direkt nicht mal nachdenken. Das wird der da. Okay. Vielleicht, falls ich einen Tank dazwischen schalten will. Weiß ich noch nicht. So. Bisschen Wasser mal drin. Dann nehme ich den da mit. Und ich nehme eine Wasserkuh mit. Verdammt. Viel zu viel Scheiß schon wieder einstecken. Nehmen Universalkabel weg. Universalkabel weg. Da nehme ich mal sicherheitshalber eins mit. Und den Cowhalter nehme ich auch mit. So. So. Braucht viel zu viel Käse. Black Concrete habe ich noch einstecken. Warum? Weil ich hier aufgemacht habe. Alles klar. Kein Ding. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal das. Den da lasse ich jetzt auch erstmal hier. Darum kümmern wir uns mal das nächste Mal. Oder das übernächste Mal. Wir wollen jetzt erstmal das hier alles sauber zum Laufen kriegen. Es kann nämlich auch sein, dass ich den einfach dann einen nach oben verfrachte und es dann draufstelle. So, okay. Das heißt jetzt dann, wir haben jetzt dann hier auf jeden Fall mal den da. Dann werde ich auf jeden Fall den da brauchen. Und dann den da. Dann habe ich den Kuhstall. Der kommt dann oben drauf. Jawohl. Dann brauche ich dich und dich. Das heißt, du kommst dahin und du kommst da rein. Sneaken. Ich hoffe, dass das dann unendliches Wasser ist. Wenn nicht, muss es auch so reichen. So, okay. Dann haben wir jetzt aber auf jeden Fall Cow Stall Water und in Klammern Fluid. Falls ich nicht weiß, was es ist. Okay. Dann hätte ich gesagt, dann haben wir hier. Genau, dann haben wir hier den da, Create. Halt. Doch, ab. Ah, ist vom Kabel aus gesehen. Okay. So, okay, dann haben wir hier Insert. Nein, ich möchte es extrahieren. Alle 20 Ticks. Und wo haben wir jetzt Fluid? Da haben wir Fluid stehen.
Das heißt, create, insert. Und das war's dann. So, das heißt jetzt dann, da ist dann auf jeden Fall auch das Wasser drin. Das ist schon mal schön. So, dann haben wir jetzt hier den Electronic Separator. Muss ich dann auch genau gucken, wo ich das Teil hinmachen muss. Genau, ich muss dich jetzt nämlich umdrehen. Soweit ich das noch im Kopf habe. Habe ich dich jetzt umgedreht? Nö, ne? Sehr schön. Ich höre ihn rattern. Sehr schön. Er schmeißt jetzt das Hydrogen sozusagen rüber und produziert nach. Und bitte dumpen. Danke. So, okay. So, dann kann ich den da leider wieder abreißen. Kommt eine normale Pipe hin. Du kommst dahin und dann heißt es hier Fluid und in. Okay, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt den da, Connector, und jetzt brauche ich bitte, ja, Fluid in, Electronic Separator. Ups, POS, nein, POS habe ich, ach, POS geht nicht, alles klar, weil ich da irgendein was draufgelegt habe. Electronic Separator. Fluid. Und das da können wir wegmachen. Und wir schauen. So, wir schauen erstmal hier. Der Tank ist voll. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine permanente Wasserquelle. Und ich bin ein DEPP. Weil dieses Gerät braucht auch noch eine Kleinigkeit. Ja! Was braucht es denn? Ja, genau, Strom! Also dann doch da rein. So, dann brauche ich dich. Electronic Separator. Ich hoffe, dass der richtig geschrieben ist. Electrolytic Separator. Okay. Electrolytic Separator. Entschuldigung. Ja, das ist das Blöde, wenn du jetzt POS 1 mit irgendwas voll knallst. Ja, kann man nicht ahnen, dass man jetzt dann auch noch anfangen muss, So, Power. Danke. Voll, voll, voll. Voll, voll. Ja, passt, passt, passt. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich habe ich habe zu tun Power, genau. Das heißt, ich muss den da nehmen. Du hast kopiert. Du wirst eingefügt.
Ich habe schon wieder Glück, es geht nicht. Wenn ich jetzt da auch noch irgendwo Strom reinklemmen muss, ne? Wäre ich zur Wilden. Aber ich habe unten, glaube ich, immer nur Power dran, ne? Ja, dann würde ich es eventuell anders machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die covern kann. Nein, die Kuh nicht. Die Kuh hat Fluid unten. Die braucht keinen Strom. Ich möchte keine Wasserkuh in der Strom setzen. Das wäre gemein. Okay, dann haben wir Extract. Na, jetzt machen wir erstmal, dass das Wasser überhaupt läuft. Ne? Also, wir haben Extract, Insert, bitte kopieren. Und bitte hier pasten. So, das haben wir. Das ist alles schon mal sauber. Jetzt brauche ich nur noch die Energie. Das ist jetzt das Einzige, was mich jetzt so richtig ärgert, ist jetzt die Energie. Aber wie gesagt, ich lasse mich da nicht lange ärgern. So, wir haben Main Power Wire Out. Haben wir hinten an dieser Zelle. So, jetzt gehe ich mir dann doch mal den Tank nochmal holen. Der war hier drin. Ob ich den bekomme? War auch voll bekomme, wenn ich dich jetzt oben drauf setze. So. Output. Das wird nämlich so nicht funktionieren, was ich gerade denke. Dass der einfach das da rein macht. Okay. Ich vermute, das muss ich dann mit Power In und Power Out machen. Als Zwischenspeicher. Hey, lässt du mich da hoch? Nö, ich bin zu klein. Also das heißt aber, ich kann den dann auch egal wo hinstellen. So, genau. Ich probiere das jetzt einfach mal, ob das... Ah, braucht man gar nicht anschließen. Das macht er einfach so. Hab's am Netzwerk angeschlossen. Ich könnte jetzt sozusagen aber auch hingehen und sagen, okay, alles klar. Das wird nicht da angeschlossen, sondern es wird dann an dem da angeschlossen. Falls das so geht. Kann aber auch sein, dass das ein Empfänger ist. Wir werden alles sehen. So, okay. Also ich schaue mir jetzt das bitte nochmal mit dem Strom an. Und zwar, ich habe hier muss ich nochmal gucken, wo ich den Strom bitteschön da angeschlossen habe. Und zwar, ich habe den Strom angeschlossen. Output habe ich oben und an der rechten Seite. Was? Mach mal alles aus, bitte. Output. Ich habe meinen Eingang. Habe ich unten.
Also mir wird da hundertprozentig auch gesagt, dass ich das, dass es total Banane ist, was ich hier gerade mache. Wie gesagt, darum auch oben drauf. Aber normalerweise, ich sag mal so, die brauchen nicht so viel Strom. Hoffe ich. Wie dieses Kabel machen kann, wie gesagt, weil sonst wird irgendwann das Kabel ausgetauscht und einfach fertig. So, und ich brauche jetzt dann hinten aber bitte auch noch einen Output. Der ist voll. Genau. Ja, das sieht man gerade total schön. Ob da jetzt was ist oder nicht ist. Ja, da ist was. Das sieht man, diese Abdeckung. So, wir schauen noch mal. Aber ich habe immer noch keinen Strom da drin. Ich habe hier auch noch keinen Strom drin. Okay. Wie gesagt, kann sein, dass ich das dann ändere, dass ich da einfach Stromkabel entlang lege unten. Und dann den Strom sozusagen hinten rein lasse. Das stellen wir doch mal schon mal um. Das heißt, in kommt dahin. Und du bist jetzt in. Ja, das habe ich jetzt zweimal. Das ist natürlich hervorragend. Das heißt, du bist dann out. So, und wenn ich jetzt da drauf gehe, ist das out. Genau, dann heißt es Copy, Paste. Du bist gelöscht. Und dann heißt es du auch Copy, Paste. So, genau. Du raus, du rein, du rein. Genau, extrahieren, down, insert, insert. Wie gesagt, aber passieren wird nichts. Und das Lustige ist, dass der jetzt auch nicht mehr summt. Aber der Strom bleibt drin. Nein. Das will ich jetzt auf jeden Fall fertig kriegen, also ist mir egal. Dann machen wir das mit dem Power nämlich anders. Universalkabel. Und dann heißt es jetzt, wir klopfen dieses schöne Kabel hier raus. Perfekt. So, dann hat er auf jeden Fall seinen Strom. Und diese ganze Leiste hier. Ja, das kann jetzt natürlich nicht mehr gehen. Klar. Ist dann der Energy Controller. So, dann kann ich mir den nämlich auch schenken. Dann schenke ich mir die auch. Ja, ist ja wohl klar, dass er genau in die andere Richtung fliegt. So, dann heißt es jetzt für dich. Wir kopieren dich.
kommst du nämlich, nein, nicht da dran, sondern da dran. Kann ich das auch abreißen? Das auch abreißen? Nein. Da steht ein Kamel. So, nochmal. Man kann es natürlich auch 3 Kilometer lang machen, das Kabel. Oder man macht so kurz, wie es nur geht. So, mein Problem ist jetzt aber hier. Verdammte Axt. Das heißt, ich muss jetzt mal schnell... Ja, ich komme hier nicht hoch, ne? Ah, doch. Okay. So, das heißt, du kommst jetzt da drauf. Du kommst da drauf. Dann kopiere ich dich jetzt auch. Sehr schön, dass ich gerade alles eingestellt hatte und alles fertig war. Machen wir halt nochmal alles. So, und dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt da nochmal drüber. Und zack. Haben jetzt alles drin. So, dann können wir jetzt nochmal alles schön brav gucken. Caustal Fluid. Also ist dann der da. Kopier ihn bitte. Pasten. Extrahieren. Alle 20. Passt. Dann haben wir bei den Items. Du bist der Output. Dann brauchen wir das Substrat. Kopieren wir auch. Paste. Insert. Und dann nehmen wir dich. Copy. Paste. X. So, jetzt müssen wir eigentlich alles richtig eingestellt haben und diesen Channel können wir komplett löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben noch 2 frei. Das heißt, wir könnten sogar das Gas dann noch schön aufteilen. Irgendwann mal. Hoffentlich. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Wir haben ja auch noch Platz. Die Kuh könnt ihr eventuell... Ah. Ach so, nee, der erst wenn ein kompletter Eimer weg ist, dann füllt er wieder auf. Okay. Heißt jetzt aber, er produziert mir das Ethylen. Gas haben wir rein. So, das können wir nicht. Oh. Ich glaube, Items ist egal. So, jawohl. Und er haut mir das Ethylen raus und haut es in den Generator rein und wir haben unseren Strom. Das finde ich doch super. So, kann ich hier auch noch was einstellen? Okay, Manpower und Heraklion Storage. Okay. So, und dann könnte ich jetzt dann sozusagen hingehen und den Flux-Output dann irgendwo dann draufstellen, zum Beispiel eine 2. Energy-Zelle bauen. Und ich kann dann irgendwann auch dann hingehen und meine Melonen dahin noch aufbauen. Die kommen auch noch. Eine Melönchen, aber die baue ich hier hin. Kann ich ja auch einen Strom entlang legen. Strom von unten, glaube ich, geht ja, ne? Wir schauen nochmal. Ja, schaut gut aus.
Oder? Nee, ich glaube, ich muss Strom von da machen. Ist aber egal. So, das heißt, ich kann das schon mal rausmachen. Das da reinmachen. Und die Seeds nach hinten verfrachten, beziehungsweise auch gleich nochmal die Hühner upgraden. Da werden wir uns jetzt auch bald drum kümmern müssen. Genau. So, okay. Das heißt, das haben wir und das haben wir. Dann hätte ich gesagt, alles, was jetzt mit dem Netzwerk zu tun hat, kommt jetzt erstmal hier in diese Kiste. Mechanismus war da, das heißt, dann habe ich den der Tank, dann habe ich hier die Pipes. Du kommst. So, du kommst erstmal da raus. Genau, da kommen dann diese anderen Teile hin. Glaube ich, dann der Controller oder nee, Obsidian kommt da, glaube ich, rum. Ist egal. So, dann kommt es doch hier raus und dann geht es hinten rein. Macht ja auch mehr Sinn, ne? Weil ich habe ja hier auch die Sachen drin. Schön, ne? Schöne neue Welt. Jawohl. Das heißt, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie gesagt, es fehlt jetzt noch dann der Bereich mit den Melonen. Und der Pulverizer fehlt auch noch. Den haben wir auch noch. Wir müssen ja auch noch einen Pulverizer hinmachen, der uns dann die Melonen klein macht. Jawohl, länger. Das haben wir auch noch vor. Gibt noch viel zu tun. Aber es wird weniger. Okay. Aber schaut gut aus. Und ich habe jetzt, wie gesagt, eine funktionierende Strombasis. Und diese Strom, den Strom kann ich jetzt sozusagen über Kollege. Was ich da vorne rein habe, sozusagen stromlos von A nach B transportieren. Das ist doch das, was man gerne hat, ne? Genau. Okay, dann heißt es für mich, ja, wir werden auf jeden Fall jetzt demnächst mit dem Lager anfangen müssen, weil wir möchten hier auch den weiteren Käse wegkriegen. Ja. Das soll ja auch noch in die Maschinenhalle rein. Freude, Freude, Freude. Das muss man zumachen. Ja, das kommt dann alles beim nächsten Mal. In dem Sinne, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.